Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz oder irgendwie so. Was im letzten Part geschehen ist, könnt ihr euch gerne anschauen. Ich kann es nicht mehr sagen. Wir waren auf jeden Fall hier bei dem guten Wissenschaftler. Da wollte ja unser anderer Kumpel unbedingt hin, von dem ich den Namen jetzt auch nicht mehr weiß. Professor Wunderlich. Ja, irgendwie, ja, so nicht ganz. Zumindest war da ein richtiger Fan von dem. Und der hat uns einen Auftrag gegeben, den wir jetzt erledigen werden. Was auch immer das war. Nein, wir haben jetzt einen blauen Portalit bekommen, womit wir jetzt zu dritt zu drei neuen Reichen in der Diria haben. Stimmt ja, wir dürfen uns jetzt ganz viel aussuchen. Das ist wie bei Super Mario Bros. Wonder. Wo du am Ende ja auch auswählen kannst, gehst in die Lava-Welt, gehst in die Pilzwelt. Aber Jan muss natürlich nicht klar. Irgendwie... Man kann ja, es ist zu lang her. Wie ging das? Nee, warte mal. Krieg das noch hin. Da steht ZL-Teleportation. Turm. Wir müssen noch tanzen. Und auf geht's. Ich habe halt gesehen, dieses Spiel ist sehr umfangreich. Meinst Mal du? Ja, also... Es ist halt... Es ist zwar kein Hauptteil, aber... Also jetzt sag erstmal, ich gehe erstmal auf How Too Long To Beat. Schätz mal, wie viele Stunden. Kann ich gucken, wie viele wir schon haben? Wenn du speicherst, keine Ahnung. 8 Stunden. Main Story. Sag ich einfach mal. 13 Stunden. Completionist. Also, ja, gut, mehr als extra Completionist, keine Ahnung, 40 Stunden. Main Story 39,5. Bitte was? Main plus Sides 60,5, Completionist 82,5. Ach du Scheiße. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Dass die Story noch so lang geht. Wie funktionieren hier Sachen, Flo? Ich hab doch keine Ahnung mehr. Ja, du musst untersuchen jetzt. Ja, nee, hab ich schon. Ich will nicht nach Rosenbühl, oder? Doch, müssen wir. Ich hab schon alles vergessen hier. Ja, ich hab auch alles vergessen, ist so. Ja, gut, wir gehen einfach nach der Reihe, ne? Macht's dann ja ganz einfach. Das sieht aus wie eine Wasserwelt. Hä? Keine Ahnung. Wie, hä? Sehen wir. Da war doch ein Wasserfall als Zeichen von der Welt, oder bin ich doof? Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Mann, ich möchte nicht immer Benachrichtigung. Muss ich ja mal ganz kurz Taskmanager. Was denn dann Press Notiris heißt? Muss ja ganz kurz gucken, ob hier noch irgendwas von WhatsApp offen ist. WhatsApp? Ich kriege mich ja die ganze Zeit Benachrichtigung, ich möchte dies nicht. Aber anscheinend verstehe ich es auch nicht. Naja, gut. Dann gehen wir mal runter. Ich möchte dies nicht. Oh, ich bin so gespannt. Das heißt, es kommt ja noch eine richtige Menge auf uns zu in dem Spiel. Das wird krass, es wird richtig coole Monster geben und viele Dinge. Oh. Alter, mit Kirschblüten. Wie heißt das? Wenn das Spiel hübsch wäre, könnte das jetzt so cool aussehen. Das ist ein Kristalle, was geht hier ab? Das macht der Candy-Welt aber richtig Konkurrenzgurt. Meine Güte, seht euch nur diesen großen See an, wie ein Ozean. Wann redet sie denn so? Boah, der ganze Ort ist von starker Magie erfüllt. Ich wette, ihr gibt es jede Menge merkwürdige und zauberhafte Beute zu holen. Erstmal neue Monsters. Aber konzentrieren wir uns erstmal auf den fünfdimensionalen Kristall für den Doktor. Wir müssen nur die glitzernde Grotte finden. Und mein Bauchgefühl sagt mir, mal sehen. Ah, es geht hier lang. Oh Mann, ach, das wird so toll. Los, schnappen wir uns den Kristall. Aber wie ist denn das, wenn es jetzt hier wieder ein Kristall geht?
Ich dachte, wir sollen dann erst die anderen zwei Welten angucken. Ich bin fünfdimensional, ich glaube, das ist was anderes, was wir jetzt holen. Haben wir die schon? Das ist ein anderes Shrine. Okay. Aber was? Ja, siehst du, wir haben es noch nicht. Aber ist jetzt auch nichts, was ich unbedingt mitnehmen muss. Muss nicht, wahrscheinlich wegen hier diesem Kombi-Ding, kann es cool sein. So, jetzt kommt wieder unser alljährliches Belächeln, warum unser Golem so klein ist. Und wir haben... Na ja, gut. Hat sie wütend gemacht. Nein, die können Feuer, oder? Das ist doch sehr effektiv. Stimmt, wir hatten auch gerne in diesem Kolosseum ganz viel gekämpft und hatten auch teilweise verloren. Ich weiß nicht, ob das so gut war, dass wir so lange nichts gemacht haben in dem Spiel. Wir haben auch versucht, den Drachen zu fangen, den Golem zu fangen. Der Golem war ja gar nicht machbar. Ja, nicht der Golem, der Klo. Das war krass. Hör auf, heiß zu tanzen, was soll das? Es ist draußen ganz kalt. Na gut, dann passt das eigentlich, aber und trotzdem. Kann man jetzt noch was zu essen geben? Nee, wenn die wild sind, nicht. Ah nee, du konntest sie nicht fangen. Wenn die das Gammelfleisch. Du hast einfach vergibt. Gut. Alter. Kriegen wir wieder Punkte zum Verteilen? Jawohl, für beide. Taninook! Oh, ich hab so keine Ahnung mehr hiervon. Ich kann Stärkung lernen. Mega-Stärkung. Alter, kann Mega-Stärkung. Warten. Mega-Stärkung. Also ja, das würde ich gern machen. Achso, da fehlt ein Punkt. Er kann Stärkung lernen. Schwerttanz gibt es hier eigentlich. Okay. Das heißt einfach Schwerttanz. Is that crazy? Das ist so viel, was hier abgeht. Das ist nicht nur eine Welt, das ist. Das ist. Ah, das ist. Weiß ich nicht. Kirsch. Was ist da oben? Kirschpunkten, schwebende Steine, oben, Ruinen, Wasser. Da ist ein. Wie hieß. Ne, du bist ein Seefisch. Oh Gott. Der ist aber war's weg. Wellenwildpferde. Wer kennt sie nicht, die Wellenwildpferde? Gammelfleisch. Warum haben die Arme? Du auch Gammelfleisch. Dann ja. Tötest sie damit. Warum versuchst du nicht den zu fangen, dem du das Fleisch gegeben hast? Ich hab beiden Fleisch gegeben. Achso. Warum hier steht denn über einmal anscheinend? Ich hab keine Ahnung. My Little Pony. Das ist Mystery. Was? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Ja, soll SpongeBob sein. Seepferdchen genannt. Oh nein! Oh nein, da war eine Truhe. Die haben es uns gar nicht angeguckt. Ich muss mal nicht. Ach man, im Gegensatz zu Pokémon, guck dir diese Performance an. Sie ist zwar auch nicht perfekt, aber... Wer war das da? Perlu! Das ist ein Schleim! Ein Schalenschleim. Schleim? Guck mal, wie putzig die sind. Das sind zwei ganz süße. Oha. Alter, es geht ab. You're one of us now. Das ist jetzt Pikmin 4. So. Ich wollte ihn eigentlich Perlu nennen, aber. Pikmin 4! Da gibt's aber auch die Muschelgegner. Fritz, Heilung, Schleimstampfer. Ach man. Oh, dann kann man auch bald wieder gucken, ob man sich neues Gegners erstellen kann. Tun sie. Wollt ihr nochmal gerne? Alter.
Ein Stammbaum. Aus was ist er entstanden? Ja, da kommt ins Depot. Oh, das stimmt ja. Guck mal, hier ist was. Ach, die Seerosenblätter sind jetzt, oder was? Schau mal. Die sehen interessant aus. So, was gibt's hier oben? Falls? Gar nichts. Was? Das ist doch Quatsch. Das ist doch Fake. Was zum Teufel? Was ist, wenn du da weitergehst? Was ist hier? Da ist doch nichts. Hä? Oder sind die grünen Dinger? Ja, das ist wieder die Schnecke. Die einzigen, die wir noch nicht haben, ist der Krempel. So. Das wäre es jetzt auch gewesen. Dreimal hintereinander wäre krass. Ach, ist kaputt. Ja, es wird doch nichts. Immer noch nicht wütend. Immer noch nicht wütend, sagst du? Vielleicht haben sie heute einen guten Tag. Schauen wir mal. Alter, bei Bücher.de kann man Taiko no Tatsujin Trump Fun Bundle inklusive Trommel bestellen. Das habe ich. Nee, habe ich. Jein. Trump Fun habe ich nur digital, die Trommel habe ich. Aber ich habe von Rhythm Festival. Da habe ich hier große Box. Teuer? Ja. 120. Ja, nee, das ist Normalpreis. Let's go, bleib dabei! Das wird ja mal weniger, ey. Warum jetzt? Jetzt war es weniger, weil wir weil einer gestorben ist im Team. Oh nein. Sehr belastend. Jetzt werden wir uns langsam mal. Was ist unsere Heiler? Ich glaub schon. Sieht auf jeden Fall nicht mehr gut aus für uns gerade. Gut, dass du nur dir einen Abwehrbonus gibst, du Arsch. Warum fliehst du nicht einfach? Bitte. Jubi. Komm an, Bert. Und jetzt macht sie fertig. Die haben hier jetzt schon hier Essen reingesteckt und so. Ja, das fliehen nicht einfach. Wir wollen halt langsam mal eine bessere Heilung als die ganz normale. Röckel. Ja, aber der Rest kann doch jetzt nicht einfach tot sein. Ist aber so, kannst du machen nichts. Da geht's rein. Ja, aber warte mal, willst du da jetzt schon reingehen oder willst du jetzt dich hier noch umschauen? Ach, das ist hier, wo wir hin sollten. Irgendwo rein sollten wir. Da unten werden wir rein, das ist was anderes. Ja, aber das geht doch zum gleichen Ort. Meinst du? Nee, doch nicht gesehen. Da steht doch zweimal LFA dran. Aber wir sollen da hier ganz unten hin. Achso, ja, dann. Ja, okay, dann ist das hier wahrscheinlich der Ort später, wo. Vielleicht ist doch das Dorf, wo wir uns jetzt heilen können.
Ja, das ist das nicht das, wo wir immer zuerst hin. Aha. Das ist das. Das ist der Kramladen. Dann denken, kauf dann denken, auf wenn die Touristen weiter aus, oder wenn ich dabei Geschäfte warte, Scherben. Da willst du dich entdecken, um dich eine Gefahr entgegenstemmen zu können. Ab hier mit der Musik. So, wir haben gekauft, das lässt uns in Ruhe. Denn du musst grooven wie er. Ist Ruinenstadt. Willkommen in der Ruinenstadt Elfei. Nadiria ist luxuriösten Urlaubsort. Von hier aus hat man es nur eine Schlier. Wegen Schleim ja wahrscheinlich. Schlier, unglaubliche Aussicht auf das Meer und den See. Diese Stadt ist geheimnisumwoben. Niemand weiß, zu welchem Flex sie gegründet wurde und von wem. Dann lass dein Schlörk. Schlörk. Ah. Oh, da sind Krüge. Du musst die Krüge bekommen. Achso, machen wir jetzt hier ein bisschen Deity. Übernachten einmal, ja. Das kostet ja gar nichts. Dabei ist es ein Urlaubsort, die hätten sich richtig abzuhalten. Vor allem, guck mal, wo du da geschlafen hast. Ist ja mega luxuriös. Auf eine Palette. Alter, eine herzhafte Haxe. Wo sind die Mini-Medaillen? Jetzt habe ich sogar richtig gesagt. Was sagst du dir von hier? Du suchst doch nicht nach dem fünfdimensionalen Kristall in der glitzernden Grotte. Doch. Na so, was? Tja, wenn du es unbedingt wissen willst, die glitzernde Grotte ist oberhalb der Stadt. Geh einfach hier raus und dann nochmal geradeaus. Aber dort ist es gefährlich. Das Fremdenverkehrsamt empfiehlt stattdessen Ausflüge an den See. Da gibt's auch mehr zu sehen. Verstehst du mehr? Ja. Nein, wir müssen jetzt nicht mit jedem quasseln. Jawoll! Sehr gut. Mal guck, der ist jetzt hier. Wie wir schon Dragon Ball Fisch gefühlt. Dragon Ball Fisch? Ja, so sah der aus, wie den Goku immer geangelt hat. Sag mal, geh mal den anderen Ausgang, nicht da, wo du reinkommst. Ja, ist halt der andere Ausgang, wo du eben gesagt hast, wo es da dran steht. Ja, aber. Warum gehst du da nicht raus? Mach ich doch. Nein, wir sind doch da, wo der Schleim ist reingekommen, oder nicht? Ja, siehst du? Gar nicht. Lüge. Ich wollte schon sagen. Komm, hier muss noch ein cooles anderes Monster geben. Wir sind aber voller Kanne im Frühling. Shit. Ja, guten Schleim. Haben wir das Vieh schon? Nein, aber das hat ein Gegner mal gehabt, aber wir müssen kämpfen. Was bist du denn? Oder mal gleich beide. Friedliche Figurine. Sagt man Figurine? Oder spricht man so gerne so aus? Keine Ahnung. Erinnert mich ein bisschen an diese Marionette, die wir ganz am Anfang haben und die Jan in die Ecke gekloppt hat. Aber jetzt hätten wir auch wieder austauschen können, das Team. Naja. Kann man ja. Warum ist das ein Dino mit Schmetterlingsflügeln? Den haben wir schon? Kann ich mich nicht dran erinnern, wo war das denn? Hm. Oder haben wir den erstellt? Nee, aber nicht so hässlich ist. Erstellt haben wir ja. Ja, erstellt haben wir ja nur das, was wir auch mitnehmen wollten. Okay. Nein, die Figurine will nicht mitkommen. So,
hast du vor? Vielleicht auch ein bisschen mit nach dem Level gucken. Und was es überhaupt war. Du bist Angriff. Angriff! Wir haben gerade fast nur Angreifer dabei. Wir hätten das doch immer so gemacht. Ein Heiler nur. Ja, ich war ein Heiler, die Waffe hat zwei Angreifer. Achso. Wo sehen wir jetzt hier, wer was war? Ja, also nur Zero war gerade die Buffer. Das mit Tiny Nuke. Ich glaube, der sollte später einer werden. Ach so. Stimmt. In dem Fall müssen wir Tiny Nuke eigentlich unser oberes Team wieder reinnehmen. Gruppe ändern. Dann würde ich das gerne so tauschen, weil dann sind alles übereinander. Wer war jetzt Heiler? Du heilst. QB. Ich glaube, Drake war Heiler, ne? Ja. Drake und QB, ja. Das heißt, wir haben. Weiß noch so. Dann haben wir es jetzt auch gut sortiert. Das heißt, wir können einfach immer den da drüber mit dem drunter austauschen. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Ach, guck mal, jetzt kann man hier. Warte, warte, da war noch. Konntest du da noch die Seerosen nutzen? Ja, du kannst sie da auch nutzen. Was seid ihr denn? Na, bist du da dabei, Flo? Wenn die was können und irgendwie coole andere Moves haben, warum nicht? Alter. Ist schon süß. Eine Katze. Weiß ich nicht. Siri Nummer 3, meinst du? Nee. Weißt du, warum Diego? Ist nicht so der aus Ice Age, der Säbelzahntiger? Ja. Was da? Aber das so, also ich würde es vielleicht gegen. Oh, das war die Waffe auch. Nee, jetzt gar nicht, das war Heiler. Nee. Bin ich gerade ganz verwirrt schon wieder hier von unserem Teams. Warum ist denn die Reihenfolge hier anders? Ist sie das? Ich glaube, ich habe das zweite eben aber nicht gespeichert. Come on, Bert war. Mann, ey, jo. Ich glaube, den würde ich am ehesten noch austauschen gerade. Ja, mach's, wie dir gefällt. Können wir erstmal angucken, wer vielleicht eine Maßnahme. Oh. Gut. Vielleicht können wir das auch nicht. Ach man. Ich hab das doch geändert gehabt. Nein, du hast vergessen, die Bestätigung zu drücken. Wahrscheinlich wie immer. Da musst du aufpassen. QV war Healer und Drake war Healer. Ihr wart Angreifer. Bestätigen. Was auch immer. Gut, darüber brauchen wir ja nicht. Das ist ja nur eine Abkürzung zum Anfang. Ihr seid komisch, geht weg. Aber die wollen. Warum läufst du dann in den rein? Den brauchen wir, den kleinen. Achso, ich. Ist eins. Du meinst diese Jungfer. Boah, der erinnert mich an den einen Gegner aus Resident Evil. Resident Evil 4 gibt es so einen Gegner, der hat auch so ganz viele Stacheln. Irritiert. Ja, du hast sie irritiert. Können wir nochmal machen.
kaputt. Aber so viele Gegner, die, also Monsters, die mit der Thematik jetzt zu tun haben, mit der Weltthematik sind es gar nicht. Nee. Obwohl es hier auch, glaube ich, nicht so einfach ist. Ja. Ihr müsst überlegen, so viele Süßigkeiten-Monster hatten wir jetzt auch nicht. Das ist leider. Wir hatten Eis, Croissant. Mit dem Kopf fällt mir gerade gar nicht mehr ein. Vielleicht waren es noch zwei, drei andere, aber. Alter, mein Tempel. Pistole. Alter, Spezialart. Und Bornhasen. Aber das sind natürlich stinknormalen vom Anfang, oder? Ja. Alter, Born! Born, 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 Born. Hast du die Katze jetzt im Team? Ging ja nicht. Müssen wir hier in den Skript zu Hause erst wieder machen. Nein! Die haben den Standard-Schleim noch nicht. Ja, wir wollten den nicht haben. Oder gab's? Doch, der war. Jetzt lasst uns doch mal. Man kommt in diesem Spiel aber auch nicht voran. Nee. Nicht wirklich. Nein, warum ist der Käse gestorben jetzt? Ach komm, ey. Ich hab vorhin die Agenti-Quest gemacht in Honkai. Hast du sie angefangen und gleich beendet? Ja, die geht nicht lang. Die geht 10 Minuten oder so, höchstens. Was? Wenn du den Text durchliest, vielleicht 15. Ja, aber die Quest von der Huohuo, die ging viel länger. Ja, aber das ist halt auch nur. Also, das war ja so eine goldene Quest von Huohuo. Das von ihm war nur so eine lila, ne? Ah. Ja, denn das. So, denn der hat nochmal eine goldene. Das ist eine goldene auch von ihm, das war ich glaube nicht. Ah, ich hab's lange nicht gespielt. Huohuo hat ja auch ein neues Gebiet und Agenti fliegt dir einfach ins Raumschiff rein und dann sagst du dir aber, ey, was geht denn jetzt ab? Jetzt aber rein in den. Aber es gibt ein paar schöne Sequenzen. Hallo, hallo? Ich will wissen, wo die Person ist, die da was mit zu tun hat. Man kann eigentlich einen alten, einen anderen Dragon Quest, in den Hauptspielen war das immer so, es gab eine Person, da konntest du das ertauschen, hast du coole Ausrüstungsgegenstände bekommen. So, hier da rechts war, in dem Wasser, da ist eine Kiste. Beeil dich, bevor der Frühling vorbei ist. Was passiert, wenn man hier ist und dann das Wetter ändert? Hier, da hinten ist auch noch eine Kiste. Hey, wie kommen wir da hin? Vielleicht nicht Winter im Frühling, ist. Ja. So, guck mal auf die Karte, wo man es noch nicht war. Wo müssen wir denn noch hin? Also, ich will jetzt ja nicht direkt dahin. Boah, nirgends mehr so groß. Na, dann ist es gut. Ich würde jetzt fliehen einfach. Weil schon ich glaub, du sollst ja nicht anwerben eigentlich jetzt. Das ist ja das, also das Spiel macht sie ja. Und danach machen wir es ja auch nicht. Hey, danach laufen wir doch immer noch rum. Weil dann doch. Irgendwas ist doch dann immer noch gewesen. Außerdem. Bei irgendeiner Jahreszeit wird es wieder einen coolen Wettereffekt geben.
Dieses stimmt, genau das kommt auch mit dazu. Vielleicht gibt's in der nächsten Jahreszeit aber auch gar nicht. Wir laufen eigentlich in allen Jahreszeiten nochmal rum. Ja, man kann dann ja nochmal kurz einen Abstecher machen, wenn man sieht, oh, wir haben jetzt Frühling und wir waren im Frühling da noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir uns das merken. Na, gucken. Aber fliehen dürfen wir eigentlich. Wir müssen eigentlich kämpfen, weil wir relativ underlevelt sind, glaube ich. Deswegen. Ja, Herausforderung ist immer gut. Alter, der hat Stachelhaut. Was hast du vor? Der hat doch keinen Hunger mehr. Doch, der andere nicht. Alle Begabungspunkte, er kriegt die Megastärkung. Sehr gut. Ein paar Punkte verteilt. Hä, wie kommt man denn da rüber überhaupt? Da, wo wir hingehen sollen. Da kannst du, glaube ich, einfach nur da durchlaufen. Ah, ja, das finde ich komisch. Das ist nicht so ersichtlich auf der Karte. Ja, dann geht doch schon mal in die Richtung. Ich würde dann im nächsten Part hingehen und ich würde das zurückgehen. Ups, damit wir uns unseren Liga noch holen können. So, nein, ich hätte dann auch den Part vor dem Eingang da beendet, deswegen. Du kannst ja, deswegen. Da drüben ist noch eine Kiste. Da kommst du hin mit dem. Das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Weil das jetzt so schnell beendet. Meinst du? Wir müssen ja nochmal komplett hier außen rumrennen. Versuch's doch wenigstens. Kannst du das sonst teleportieren? Hey, warte mal. Achso, ich dachte, man kommt da irgendwie was. Nee, nee. Ja, da war da, war. Na egal, du schaffst jetzt eh nicht mehr. Krüge. Mondrauten. Okay. Ich geh kurz auf die Route. Guten Schatten. Und der eine schläft sogar, den kriegen wir doch. Fleisch vergiftet und schläft. Das muss doch klappen. Sehr gut. You're one of us now. Boah, aber keine Ahnung. Ja, B, sagt er. Beatrice, perfekt. Kann man uns auch nochmal anschauen. Was der so schönes kann. Hyla Odem. Gut, neue Jahreszeit, neue Sache, die funktioniert. Da oben ist ein Blatt. Schauen wir mal. Was ist denn das für ein Effekt im Frühling? Ich glaube einfach nur Haufen, die jetzt hier sind. Im Sommer meine ich, okay. Na gut, dann holen wir uns die Katze noch ein, oder nicht? Auf zur Koppel! Weiß, muss man das da machen? Soweit ich weiß, ja.
Wo sonst? Okay, kannst du das nicht einfach da irgendwo wechseln? Hä, aber warum konnte man es nicht direkt ins Team nehmen? Ja, konnten wir, ich habe eine falsche Taste gedrückt. Deswegen, okay. So, was kann denn der? Da kann man auch schon gleich verteilen. Können wir die Punkte jetzt verteilen? Ja, stimmt, da war doch der eigene Bewerbungspunkt. Ja, und 40 Punkte. Ultrasäuselresistenz. Okay. 30 erstmal. Verteil an. Zungenpeitscher Kriegsschrei. Ja, mal gucken, ob der uns in den nächsten Parts hier gut unterstützen kann. Stufe 17, Uhr. Dabei. Und da würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir dorthin gehen, wo wir hingehen sollen. Ich weiß gar nicht mehr, was da genau sein soll, aber das werden wir tun. Ihr solltet die Folge nicht verpassen. Kristall in der Grotte. Direkt los geht's, oder was? Oh. Na dann, nicht verpassen, Redaktor, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.